Guten Abend zusammen. Mit ein bisschen Verspätung kommt jetzt noch einmal die Komplett in der Karwoche am Dienstag. Und so wollen wir starten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Bevor das Tageslicht vergeht, o Herr der Welt, hör dies Gebet. Behüte uns in dieser Nacht durch deine große Güte und Macht. Hüll Schlaf die müden Glieder ein, lass uns in dir geborgen sein und mach am Morgen uns bereit zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dank dir, o Vater reicher Macht, der über uns voll Güte wacht. Und mit dem Sohn und Heiligen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Amen. Unterm Kreuz, dritte Szene. Jesus hängt jetzt am Kreuz. Die römischen Soldaten heben ächzend, stemmen das Kreuz hoch und richten es auf. Vorsicht, sehr schwer, unbedingt aufpassen. Jesus stöhnt dabei. Die Soldaten dürfen fluchen. Da lieferte Pilatus ihn Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Die Soldaten übernahmen Jesus und gingen mit ihm vor die Stadt Jerusalem. Dort kreuzigten sie ihn. Frage an die Soldaten: Wie geht ihr jetzt daran? Ich gehöre zu denen, die Jesus umbringen. Klar, Befehl ist Befehl. Unmenschlich ist es trotzdem. Da müssten die Soldaten damals einfach gehorchen. Ich finde es schrecklich. Also, der wollte uns doch alle retten. Wie kann er das so mit sich machen lassen? Der muss sich mal losreißen und endlich sagen, dass wir aufhören sollen. Ich verstehe das nicht. Vor ein paar Tagen war er noch der große Held. Wow, so ein armer, schwacher Typ. Dem sind so viele nachgefolgt, der hat ja nichts auf den Rippen. Jetzt hängt er da rum. Das war eine kurze Anweisung aus dem Drehbuch des Ökumenischen Kreuzweges der Jugend 2021, Backstage. Und gesprochen haben mehrere Soldaten, die auf Nachfrage der Regie sich darüber unterhalten haben, wie Sie damit jetzt umgehen, dass Jesus am Kreuz hängt. Und an dieser Stelle vielleicht ein paar Fragen, über die Sie sich Gedanken machen können. Hinterfragen Sie die Aufgaben, die Ihnen gestellt werden, oder befolgen Sie einfach blind alle Anweisungen? Was bedeutet Stärke für Sie? Jemand, der Macht über andere hat, oder jemand, der innerlich stark ist? Bringen Sie kleinere oder größere Opfer für andere? In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst. Herr, du treuer Gott, in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Sing das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen.
auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Gott, du hast Jesus am Kreuz sterben lassen. Es ist schwer, das zu verstehen. Wie soll das fair sein? Schenke uns allen eine Ahnung, was das für unser Leben bedeutet. Amen. Und so bitten wir Gott jetzt um seinen Segen für uns, für alle Menschen, die wir im Herzen tragen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, vielen Dank, dass Sie heute Abend wieder mit dabei waren. Entschuldigen Sie die technischen Schwierigkeiten. Wir sehen uns morgen wieder mit dem vierten Tag in unserer Karwoche und freuen uns, wenn Sie dann auch wieder einschalten zur Komplett.